Herzlich willkommen und schönen guten Tag, heute ganz besonders den Müttern. Alles Gute zum Muttertag wünscht Ihnen AIDA und die gesamte AIDA-Crew. Und jetzt kommt's, das AIDA Primetime Magazin. Bitteschön. Also wir sind hier in Helsinki, Wetter ist bescheiden, es schneit, aber wir wünschen euch trotzdem einen ganz tollen Muttertag. Schöne Grüße aus Helsinki und alles Gute zum Muttertag. Birgit Strohwanger war an Bord AIDA Prima und sie hat sich mit Olli in der Primetime getroffen, unserem Entertainment Manager. Beide haben ein schönes Schwätzchen gehalten und hatten richtig Spaß und ich glaube, sie war wirklich begeistert. Gucken Sie mal. Weiß jemand von euch noch, was eine Fernsehansagerin war? Hier die jungen Leute, nee, ne? Das war ganz, ganz früher, kurz nach dem Krieg. Da wurde das Programm angesagt. Da saß man dann so und hat gesagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Da gab es nicht so schnelle Trailer und so. Ich habe ein Mutmachbuch für Frauen geschrieben. Es ist auch viel Biografisches drin, so für Frauen in den mittleren Jahren. Wir sind immer sehr bescheiden und wir können uns da viel von Männern abgucken. Männer strunzen immer sehr rum, wenn sie was Tolles machen. Frauen nehmen sich immer ein bisschen zurück. Und ich wollte den Frauen einfach mit meinem Buch ein bisschen Mut machen, die Bescheidenheit ein bisschen über Bord zu schmeißen. Passt ja heute hier. Ja. Ihr genießt das sehr, ne? Meine Mutter findet das ganz toll hier. Und ich muss sagen, mein Sohn findet das großartig hier. Den sehe ich den ganzen Tag nicht. Ich sehe ihn kurz morgens beim Frühstück und dann sehe ich ihn abends beim Abendessen. Und ansonsten ist er gestern Abend, kam er 12:30 nach Hause ins Bett. Ja. Ins Zimmer, dann 13:00. Da also er liebt es hier, er liebt es einfach hier mit den anderen Jugendlichen, mit den Kindern. Es sind ja 1500 Kinder an Bord, das ist toll. Und wie alt ist er denn, der Sohn? Der ist 16. 16. 16. Ist das für den Sohnemann peinlich dann, wenn die Mutter irgendwas macht? Ich bin ihm nur peinlich. Ja, am peinlichsten bin ich ihm, wenn ich dann so seine Freunde mit im Auto habe. Ich fahre einen kleinen Mini und dann höre ich manchmal Schlager und dann singe ich die lauthals mit. Ja, geil. Und das ist dem so peinlich. Aber warum? Weil du so schrecklich singst oder? Ja, oder das weil auch. Du so gut das singst? Auch. Nee, weil ich auch so schrecklich singe. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist mir auch wurscht. Da muss er durch. Ja, also ich muss sagen, seitdem ich dich jetzt persönlich kennengelernt habe, habe ich mir ein großes Poster von dir in meiner Kabine aufgehangen. Ein großes Poster von mir? Ja, ich bin totaler Fan. Bikini-Foto? Gibt's eins? Auf jeden Fall falle ich ab nächstes Jahr aus der Werbezielgruppe meines Senders heraus. Oh nein! Was Doch. Machst du dann? Es geht ja bis 59. Ich schwarze nicht, dann heuer ich hier an. Dann werde ich hier Entertainment-Direktorin. Oh, das wäre witzig. Dich als Chefin, dann werden dann wir jeden Abend... Dann kratze ich an deinem rotzvoll. Stuhl. Ja, genau. Zieh dich warm an. Ich habe mich heute so ein bisschen wie Florian Silbereisen angezogen, damit du dich auch ein bisschen wohler fühlst. Den kennst du ja wahrscheinlich, okay. Es ist aber so, bei Seemännern, die haben nicht so die Möglichkeit, die Frau fürs Leben zu finden. Deshalb möchte ich schon fast in Tränen ausbrechen für das Glück deiner Eltern, weil es mir ja selber nicht möglich ist, die Frau meines Lebens zu finden. Weil aber hier gibt es doch so viele nette Mädels hier an Bord, die hier arbeiten. Ja, ja, das ist ja auch gut. Aber nicht? Hm, ja. Aber heißt es denn nicht, man hat in jedem Hafen eine andere Braut? Also gestern hat mir jemand gesagt, ich sehe aus wie ein Schmierlappen. Nein, du siehst nicht aus wie ein Schmierlappen. Und das finde ich total witzig an dir, ne? Du haust auch mal einen raus, das finde ich total... Aber das ist das Schöne, wenn man aus der Gegend, aus dem Sauerland kommt, da hast du ja sonst nichts außer dein Humor, ne? Also, du, ja, und das Strom stimmt. Und Wasser. Das stimmt. Ja. Meine Damen und Herren, Birgit Strohwange. Vielen Dank, ich freue mich, wenn ihr gleich alle kommt, 20.30 Uhr. Hallo, liebe Mutti, alles Gute zum Muttertag. Wir sind hier gerade in Cadiz. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Muttertag. Viele Grüße hier von AIDA Stella. Die Sua Mama ist so, dass du dich liebst, den Zufle. Tag, auch wenn ich nicht weiter sein kann, hab ich dich lieb. Und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich liebe euch alle Mütters. Die AIDA Bella ist ja gerade in Asien unterwegs. Und da haben wir uns gedacht, dann begleiten wir mal für sie einen Ausflug zu einem der größten Buddhas, die es gibt. Ein spannender und ein mystischer Ort. Und wenn Sie sich für Asien grundsätzlich interessieren, der neue Katalog ist gerade raus. Gucken Sie mal, wird Ihnen Spaß machen. Hallo liebe Gäste, heute geht's nach Lantau zu dem großen sitzenden Buddha der Welt. Zweitgrößter nach Taiwan. Wird ein interessanter Ausflug. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns jetzt gleich erwartet. Wir sind jetzt hier am ältesten Tempel von diesem kleinen Fischerdorf Tai O. 500 Jahre aus der
Tang-Dynastie. Wir sehen hier auch schön hier die Reliefs. Gucken Sie sich mal an, die kleinen Figürchen. Wie schön gearbeitet. Wir haben hier den Platz, wo mindestens 7 große Feste pro Jahr gefeiert werden. Da müssen Sie sich vorstellen, dann wird hier eine kleine Bühne aufgebaut und die berühmte chinesische Oper präsentiert. Ja, sehr authentischer Ort. Macht Spaß hier zu sein und wirkt noch wie vor 100 Jahren. Ja, so wir sind jetzt direkt am Fuße des sitzenden Buddhas hier von Lantau. Was ist der Buddhismus eigentlich? Der Buddhismus ist eine der Weltreligionen und wir sehen hier den Buddha auf einem Lotus sitzend, in einer Lotus-Sitzhaltung. Und ja, viele, viele Pilger kommen hier, nehmen den langen Weg auf sich, sozusagen die Stufen hinauf, um sozusagen am Fuß dieses Buddhas zu sein. In diesem Buddha befindet sich eine Reliquie von ihm, ein kleines Knochenteilchen. Und das ist sozusagen seit 1992 eines der Heiligtümer hier in Hongkong. Ja, wir sind hier immer noch im Polin-Kloster. Hinter mir ist der Big Buddha oder Lucky Buddha. In manchen Teilen Asiens, besonders in Südostasien, wird er als sehr schlank dargestellt. Hier in China als sehr fettleibig, als Glücksbringer. Er zählt als Buddha der Zukunft. Und ja, wir haben ihn beobachtet, genauso wie alle anderen Tempel hier auf dieser großen Klosteranlage. War sehr, sehr beeindruckend für uns. Дорогие женщины, русскоговорящая команда – это для соль. Желает вам удачи, счастья и добра в международных женских день. Der Kids Club von Aida Sol wünscht allen Mamas einen schönen Muttertag. Mama, ich hab dich lieb! Ach ja, es gibt so viele schöne Reisen, man kann sich kaum entscheiden. Und wenn Sie sich mal beraten lassen wollen und wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt die Verlockung der Woche, diesmal die Perle im Mittelmeer, worauf ich mich ganz besonders freue. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Ajaccio auf Korsika. Es geht weiter nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Noch ein Halt in Livorno und Barcelona und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Liebe Mom, hier ist dein Sohnemann. Wir sind gerade auf dem Weg nach Tallinn in Estland und ich vermisse dich ganz dolle. Ich drücke dich ganz fest und wünsche dir alles Gute zum Muttertag. Möge das dein Tag werden, auch wenn ich heute leider nicht bei dir sein kann. Und alles Liebe zum Muttertag. Ich liebe dich und ich vermisse dich ganz. Und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Muttertag. Dein Sohn. Deine Tochter Jana. Hier kommen sie, die Bilder der Woche. Diesmal mit Musik von Thomas und Choral. Zwei junge Leute, die an Bord waren als Gäste und richtig toll Musik machen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. World for a while, and I'm free. Free falling. Now I'm free. Free falling. Now I'm free. Free falling, now I'm free falling.